Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal war Rakete World und die wollen wir dann mal starten. Da ging es um den, Fallschirm und um die Trenneinrichtung, also den Decoupler. Und das müsste dieses Werk sein, was wir letztes Mal gebaut haben. Gut, nehmen wir das auch. Ich habe jetzt auch den da drinnen gelassen, der da drinnen war als Pilot. Aber jetzt egal. Da steht's. Wir haben stockfinstere Nacht. Ist ja auch wieder nicht so gut. Sieht man nicht so viel. Aber was soll's, oder? Zoomen wir mal ein bisschen rein. Ja, soll wohl gehen, oder? Gut, Reihenfolge steht. Hier oben würde ich gerne das noch anmachen, damit wir sehen, wann was erreicht ist. Also, der Decoupler muss bei 12 bis 18.000 Meter aufgemacht werden, getrennt werden. Und der Fallschirm bei 7 bis 10. Da sind wir mal auf dem Rückweg eigentlich, denke ich. Und dann die Geschwindigkeit, wo wir hoffen, dass wir die da noch haben. Oder schon wieder haben, ich weiß nicht. Schwierig, ne? Wir werden es sehen. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! SAS habe ich nicht angemacht, super. Oh, die Zusätze sind schon leer. Ja, die Höhe ist leider nicht erreicht worden. Gucken, wie weit das noch hoch geht. Oh, komm mal schnell. 7.900 wir brauchen. Ah, 12.000, das heißt, das ist zu wenig. Apoapsis. Ist auch gerade schwer zu sehen, ne? Ja, wir gehen jetzt wieder runter. Jetzt brauchen wir noch den Speed, wenigstens um den Fallschirm zu testen, ne? Ich glaube, da können wir mal das abmachen. Ah, das reicht jetzt nicht mehr, weil die Höhe drunter ist. Den Speed haben wir nicht erreicht, also Fehlversuch. Gut, dann brauchen wir mehr Energie. Ich gehe mal hier hin, dann sehe ich wenigstens etwas von der Kapsel, ne? Ja. Da ist irgendwas schon abgestürzt und ich glaube, wir können jetzt mal langsam aufmachen. Da ist er. Funktioniert auch. Wunderbar. Und was haben wir? Wasserlandung. Sieht so aus, ne? Man kann nichts sehen, weil Nacht ist. Aber da ist die Küste. Na doch, man sieht's dann. Wird eine Wasserlandung. Gut, dann wollen wir mal gerade noch schnell gucken, dass wir irgendwie einen Statusbericht noch senden können. Ist aber nichts los dabei. Ja, vielleicht kommt der gleich, wenn wir Wasser gelandet sind, dass wir da vielleicht noch irgendwelche Punkte schaffen. 600 Meter. Der zappelt ganz schön, der Fallschirm, ne? War doch sonst nicht so, oder? Das ganze Bild zappelt. Das ist, weil die Kapsel sich drehen will, wahrscheinlich, ne? Okay. Fehlversuch. Schlecht. Wir haben 8000 geschafft im Endeffekt. Wir müssen aber mehr haben. Diese zwei kleinen daneben an, die sind's nicht, ne? Oh, jetzt wird's ruhiger. Lag's jetzt irgendwie am Programm oder lag's an der Höhe, dass das so zappelte? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Mal gerade einen Tacken schneller. Und noch einen Tacken schneller. So, 40 Meter machen wir mal normaler Geschwindigkeit. Ja, hier hatten wir 3, da fehlte die Geschwindigkeit. So, da sind wir gewassert. Sah schick aus, ne? Haben wir
Haben wir jetzt hier noch einen Statusbericht für die Wasserlandung? Ja, super. Transmit geht nicht. Aber Keep Data können wir machen. So, und dann können wir das zurückholen. Ja, keine erfolgreiche Mission, aber wenigstens ein paar Punkte geholt, oder? Zwei Assigns. Okay. Next. Kriegen wir noch ein paar Funds wieder. Er hat keine Erfahrungspunkte gekriegt, aber nicht schlimm. So, rein ins Gebäude zum Bauen. Und dann bedeutet das, wir müssen die Kiste wieder umbauen und ich glaube, wir nehmen diese weg, die bringt's nicht. Nee, das war schon richtig. Den wollte ich höher setzen. Und wir müssen dort noch anbauen. Dafür brauchen wir noch einen Decoupler. So. Oder wir machen sie nebeneinander. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Müssten wir überlegen. Also die beiden waren nur Ballast, weil die schon frühzeitig ausgebrannt waren. Und dann konnten wir sie nicht abwerfen. Ich denke, es ist vielleicht so besser. So, der. Dann der. Da kann der mit rein. Dann trennen und dann. So müsste es sein. Ich glaube, das können wir auch darauf speichern. Und ich denke, das machen wir noch. Ja, zurück. Dürfen wir das SRS nicht vergessen anzumachen. Das war so ein bisschen fehl eben, ne? Schirmtrenntest haben wir da. Jebediah oder Valentina. Komm, wir machen diesen Mal Valentina. Ne, mal was anderes. Launchen wir das Ganze nochmal. Höhe hätten wir eben noch mehr erreichen können, wenn wir dann das SRS angehabt hätten, ne? So, das machen wir jetzt auch an. So, steht bereit da. Können wir gerade schon mal die Karte nochmal hier richtig machen, aber, ja. Gucken wir mal, ne? So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Stopp. Abgebrochen. Den möchte ich sehen. Ja. Das passt. Wir korrigieren nochmal und starten nochmal bei 3. 3, 2, 1, go. Er kommt langsamer hoch wie eben, aber müssen wir halt, ne? So, wenn er leer ist, muss er ab. Und jetzt geht's schneller. Oh, Luftwiderstand durch den Schirm, ne? Das SAS konnte das doch nicht korrigieren. Aber wir haben verdammt nochmal gute Sachen hier jetzt zugange. Sind wir zu schnell dafür? Vielleicht schaffen wir es aber noch. Ah, jetzt ist die Höhe zu viel. Speed wäre passend, ne? Gut, lassen wir so. Viel zu hoch sind wir jetzt. Der höchste Punkt sind 50.000 Meter, du glaubst es doch nicht, oder? Hier ist die Höhe auch verkehrt. Ich glaube, wir lassen mal gerade schneller, dass wir wieder runterkommen. So. Wo ist unsere Rakete? Da. Gerade mal einmal rechtsklicken und gucken, dass wir einen Statusbericht hier oben holen. Ah, Keep Data. Wunderbar. Gut.
mal schneller wieder laufen, dass wir runterkommen bis 18.000 Meter, irgendwie 25 machen wir wieder langsamer. So, geht schneller runter, als ich dachte. So, jetzt müssen wir nur gucken, Höhe und Geschwindigkeit ist das Entscheidende. Schaffen wir gar nicht wahrscheinlich, ja? Geschwindigkeit wird zu groß sein. Kriegen wir nicht hin. Shit. Das Ding weg hat keinen Sinn. Und jetzt den Fallschirm raus, damit der Test wenigstens gelaufen hat. Okay, ein Test funktionierte. So, hier irgendwo ist unsere Kapsel und der Test ist erfolgreich abgeschlossen. Das andere hat nicht geklappt. Okay, aber dann können wir den Radial Mount Parachute weglassen. Der hat uns sowieso auf eine schiefen Bahn gebracht, ne? Und wir haben hier, ne, Distanz von 100 Kilometer vom KSC weggehabt. Das ist ja auch super. Dann gab es noch extra Punkte. Okay. Gucken wir mal, ich sehe nichts. Weiß nicht, wo wir runterkommen oder nicht runterkommen. Es ist gar nichts zu erkennen. Doch, da ist ein Umriss. Hier muss jetzt die Grenze sein. Ich glaube, wir kommen sogar auf Wasser runter. Okay, machen wir ein bisschen schneller. 5000. Vier. Okay. 3000 haben wir gleich. Zweieinhalb und zwei. Oh, wir landen doch nicht auf dem Wasser. Ich sehe es aber nicht. Nee, wohl nicht. Da sind Berge zu sehen, ne? Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme nachher zu erkennen ist. Hier jetzt momentan ist relativ wenig zu erkennen. Aber hier ist wohl ein hoher Berg. Ja, muss ja irgendwie bei 1,6 ging er, glaube ich, auf. 500 weiter. Bei 1,1 müssten wir landen, oder was? Naja. Wir werden es gleich sehen, ne? Oh, besser nur. Einfache Geschwindigkeit, bevor da irgendwas passiert. Ja. Wir rollen auch nicht den Berg runter, haben wir Glück gehabt. Gut, okay. Mission teils erfolgreich. So, Punkte haben wir bestimmt auch gekriegt. Oh, 4,5 gab's für den Bericht. Nicht schlecht. Jetzt haben wir 20 Science Points. Müssen wir gleich mal in die Technik gucken, ob wir da wissenschaftlich weiterkommen. Bisschen Geld gab's zurück. Keine Erfahrungspunkte, verstehe ich auch noch nicht so ganz, aber naja. Gut, wie viel brauchen wir denn hier? Oh, genau 20 oder wie sehe ich das? 21 haben wir aber, sehe ich auch. Ja, Antrieb. Solid Fuel Booster. Und Fuel Tank. Ich glaube, das andere ist 45 Punkte. Wollten wir irgendwie was anderes machen, ja. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt das dann doch dazu, oder? Hier wollten wir eigentlich hin, ne? Dann müssten wir noch weiter sparen. Aber wissen wir, machen wir ganz einfach so, wisst ihr was? So, das wollte ich sagen, ne? Die Lieb-Zuschauer möchten doch bitte in den Kommentaren schreiben, ob wir General Rocketry machen oder Aviation oder halt Flight Control geht sparen, General Construction sparen. Ja, das, nee, diese beiden gehen nicht, da müssen wir erst das machen.
Also auf eins der beiden hier sparen oder dieses sofort machen. Anfang nächster Folge, wenn. Das wär's. Gut. Dann gehen wir erst raus. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.